Willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun 2 The Lost Age. Im letzten Part. Ja. Habe ich erstmal. Bin ich woanders hingegangen und. Alex ist wieder aufgetaucht. Und er labert irgendwas mit Führung des Schicksals und dass er Aarons Schiff klauen wollte. Und mal sehen, wie es weitergeht. Minadia oder wie auch immer sie hieß und. Seinen Namen schon wieder vergessen. Der linke Fischmensch sind jetzt auch dabei. Naja. Könntest du für eine Sekunde aufhören, von dir selbst zu sprechen, Alex? Genug der kindischen Sticheleien. Alex, was ist es, das diese drei Kinder so nützlich macht? Sie brachten uns den Ball, den Akafobo gestohlen hat. Das beweist ihre Findigkeit. Warum dies? Die Kibombo sind sehr kriegerisch. Zumindest waren sie das. Den Ball zu beschaffen war sicherlich kein leichtes Unterfangen, aber doch etwas. Das waren nur einfache Dörfler. Leicht einzuschüchtern durch eine Zurschaustellung von Psy-Energie. Nein. Sie haben sicher weniger jähe Methoden angewandt, als du es bevorzugt hättest. Oh, und welche Methoden mögen das sein? Alex sagte es bereits deutlich. Wir würden niemand durch Terror dazu bewegen, etwas für uns zu tun. Genug jetzt. Wechsle ich das Thema. Wann werdet ihr die verbleibenden Leuchttürme entfachen? Wenn du gestorben bist. Danke. So. Ja, unsere Geduld wird bereits auf die harte Probe gestellt. Verschwendet ihr noch mehr unserer Zeit, nehmen wir die Elementarsterne und tun es selbst. Ja. Hätten wir einen Windadepten so wie Cosma und die Elementarsterne, bräuchten wir euch gar nicht. Wie bitte? Ich bin selbstverständlich gegen eine solche Vorhergehensweise. Vorgehensweise stand da. Meine Erfahrungen mit Saturus und Minadi haben gezeigt, dass sie, obgleich mächtige Krieger, nicht dazu geeignet waren, die Mysterien der Leuchttürme zu entschlüsseln. Willst du damit sagen, sie sind daran gescheitert, die Rätsel zu lösen? Ja, mein Gott, und jetzt halt die Fresse! Das ist so ein schönes, energisches Kind. Kläglich. Deutest du an, dass sie nur grobe Raufbolde waren, nicht in der Lage, mit Logik und Intelligenz zu agieren? Willst du sagen, dass wir uns dieser Hinsicht nicht von ihnen unterscheiden? Ich fürchte, so ist es. Nice. Alex, auf welcher Seite stehst du eigentlich? Auf seiner eigenen. Ich stehe auf niemandens Seite, außer auf meiner eigenen. Mein eigenes Ziel ist... Einziges, nicht eigenes, mein Gott. Mein einziges Ziel ist es, die Leuchttürme wieder zu entfachen. Und wir wissen immer noch nicht, warum. Die einen müssen verhindern, dass sie entfacht werden, und die Stellen wieder zum Aleph-Berg bringen, um irgendwas Schlimmes zu verhindern. Aber andererseits müssten sie einfach, um etwas anderes zu verhindern. Was denn nun? Dann willst du also diese Aufgabe Felix und seinen Freunden überlassen? Ja, und dich werden wir irgendwann in den Arsch treten müssen, weil du nicht mehr warten kannst. Ich glaube sogar unabhängig von Alex. Warum haben wir dann die ganze Zeit über nach Felix gesucht? Ich wollte nur sicher gehen, dass er und seine Gefährten ihren Auftrag nicht vergessen haben. Ist das wirklich alles? Zudem wollte ich euch beiden Felix vorstellen. Wozu soll das gut sein? Da Saturus und Minadi nicht mehr unter uns weilen, hattet ihr vielleicht das Gefühl, nichts würde euch mehr zur Lösung eurer Aufgabe antreiben. Das könnte ich natürlich in keiner Weise dulden. Was meinst du damit?
Ohne Saturus und Minali, so dachte ich mir, könnte vielleicht ein anderes Paar, wie soll ich nur ausdrücken, euch den nötigen Ansporn gewähren, euer Ziel mit dem gebotenen Eifer. Oh Gott, sorry. Ach, zu verfolgen. Jeden Morgen um 4 Uhr aufzustehen, sagt. Soll das eine Drohung sein? Sie haben dir Drohnen bei auf deiner Insel Lemuria beigebracht. I'm proud of you. Seht es, wie ihr wollt. Ich bin nur die Ermutigung zuständig, für die Ermutigung zuständig, die diese Situation erfordert. Und was nun? Du hast uns dazu benutzt, deine Absichten zu erfüllen, und jetzt haben wir unseren Part gespielt und können gehen? Du wolltest uns nur in deiner Nähe haben, um ein wenig mit den Muskeln zu spielen? Nur um sie zu ängstigen und anzutreiben? Gut. Ich denke, dann lassen wir euch heute ziehen. Wow. Fishman schaut ab. Aber wir werden immer in eurer Nähe sein und euch dazu drängen, so schnell wie möglich den Jupiter-Leuchtturm zu erreichen. Nee, den müssen wir jetzt erreichen. Was war der andere? Ich habe keine Ahnung, welche zwei wir entfacht haben. Wir haben ja diese Elementarsteine nicht als im Inventar. Moment eigentlich. Isaac hat doch auch noch einen Sternstein oder so, oder täuscht es mich gerade heftig? Den Mars oder den, jedenfalls den roten, ich glaube, das war der Mars, oder? Ich freue mich schon darauf, dich sehr bald wieder zu wiedersehen zu können, Felix. Irgendwo sehr nah am Jupiter-Leuchtturm. Okay, das wird noch dauern, bis wir ihn das nächste Mal wiedersehen. Kran, erinnere ich mich recht, dass du diese Reise im Auftrag von Lord Barbie unternimmst? Das ist richtig. Ich studiere Alchemie, weil Lord Barbie es so befohlen hat. Und weiter. Ach, was für ein Jammer. Es scheint, als wären alle deine Studien umsonst gewesen. Worauf willst du hinaus, Alex? Ich will nur sagen, dass Lord Barbie sich letztendlich den Spuren der Zeit beugen musste. Lord Barbie ist tot? Oh mein Gott. Oh, du wusstest es also nicht? Du hast den umgebrachten Schwein! Lord Barbie tot? Ist das denn wirklich wahr? Alex, wie kannst du so etwas behaupten, mit Sicherheit behaupten? Versteht mich nicht falsch. Lord Barbies Ableben erfolgte nicht durch unser Wirken. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Obwohl das Volk von Toby vielleicht den Eindruck hat, dass unsere Präsenz zu seinem Tod geführt hat. Alex, lass das melodramatische Gequatsche und komm endlich mal zum Punkt. Mit einfachen Worten, ich würde euch empfehlen, Gondovan für eine Weile zu meiden. Okay. Ich dachte nur, dass es besser wäre, euch auf eure Reise zu konzentrieren, als durch die Welt zu gondeln und ihre Geheimnisse zu lüften. Wie nett von dir. Wie es dir beliebt. Nun gut, auf ein baldiges Wiedersehen. Oh mein Gott. War es Alex' einzige Absicht, uns zu bedrohen? Ist er deswegen hierher gekommen? Und um uns die Nachricht von Barbies Tod zu überbringen? Ganz abgesehen davon, dass wir mit keiner Silbe nach solchen Neuigkeiten verlangt haben. Vor allen Dingen, warum wissen einige Leute, dass die beiden Kontinente quasi existieren, aber es nicht ins beigebracht wird? Das ist keine Ahnung. Einige wissen ja davon. Vielleicht hatte er seine eigenen Gründe dafür. Oh Gott, warum werde ich auf einmal so müde in diesem Part? Es ist doch erst 19 Uhr.
Eskaden zu sagen. Was meinst du damit, Aaron? Wenn Kran nur auf Vavis Geheiß hier ist, hat er jetzt keinen Auftraggeber mehr. Oh, natürlich. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Der Befehl lautete doch, Lemuria zu finden, nicht wahr, Kran? So ist es. Aber wenn Barbie tot ist, kannst du jetzt gehen, wohin du möchtest, Kran. Schüttel nur den Kopf. Das ist nicht wahr, Cosma. Sicherlich mein eigentlicher Grund für die Erforschung der Alchemie war Lord Barbie. War Lord Barbie? Das ist die Mitvergangenheit. Wie lautet deine Gründe jetzt? Es geht nicht länger einzig um die Forschung. Ich tue dies aufgrund all der Erfahrungen, die ich auf dieser Reise gemacht habe. Die Forschung? Die Erfahrung dieser Reise? Dang, 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 dang. Ich kann euch nicht folgen. Ich verstehe kein Wort. Aber natürlich nicht. Felix ist der Einzige, mit dem ich darüber gesprochen habe. Ehrlich? Warum weiß ich davon nichts? Was? Du wusstest es? Das ist nicht fair. Ja, das ist nicht fair. Oh Gott. Was ist denn jetzt los? Ich habe, glaube ich, irgendwas gelöscht. Aus meinem Gedächtnis. Helft mir auf die Sprünge. Jetzt ehrlich. Ich glaube, da war trotzdem so eine Stelle, wo wir kurz mit ihm geredet haben, aber da waren, denke ich, auch alle dabei. Beziehungsweise im Team wieder reingegangen und ach, egal. Bitte, Felix, lass uns jetzt nicht so viele Worte darum machen. Es ist viel zu kompliziert. Nun, wann wirst du uns es uns sagen? Sobald wir in Lemuria sind, sollt ihr alles erfahren. Ist das ein Versprechen? Ich verspreche es. Aaron, würde es dir etwas ausmachen, noch etwas zu warten? Ich kann keine Gedanken lesen, so wie Cosma, aber ich kann mir gut vorstellen, was du im Sinn hast. Du kannst es dir vorstellen? Was meinst du? Du bist doch ein großer Gelehrter, Kran, oder etwa nicht? Ich glaube, du liegst mit deiner Theorie richtig. Und um sie zu bestätigen, will ich so bald wie möglich nach Lemuria zurück. Jo. Dann lasset uns endlich gehen, mein Gott, ey. Okay, was ist hier unten? Irgendwie habe ich das Gefühl, hier könnte noch ein Djinn sein. Wie schön, dass du dich auch mal kurz bewegt hast. So einfache Gegner. Moment, keiner hat die Mitte angegriffen oder was ist los? Okay, kein Djinn. Schon verstanden. Kein Djinn. Eis, Segen, Regen, whatever. Okay, dann können wir ja mal gucken, ob jetzt oben rechts was ist. Wenn nicht, dann wieder ab zum Gaia-Felsen. Legs und so. Ach, hier ist tatsächlich noch etwas. Ruinen von Alkohol und nicht Alkohol. Okay, bekommen wir jetzt wieder neue Psy-Energie oder Beschwörung? Das wäre nice. Aber mir fehlt noch viel, weil ich ja halt meine Liste gesehen hatte. Okay, außenrum, es scheint nichts zu sein, also rein. Oh mein Gott, really? Wirbelwind? Okay. Oh Gott, schon wieder so etwas. Oh nee. Schon wieder das nächste mit einem Dutzend leeren Truhen. Oh mein Gott. Anima, Panzer und Minotaurus. Minotaurus erinnert mich an ein Wesen. Was ist. Ich Leuchtturm. What the fuck? Don't do this. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Gib mir doch kein Herzinfarkt. 1 KP, es war eine Attacke.
Attacke, die ein HP nur übrig lässt, oder was war das? Oh Gott, really? Wieder nur sowas. Ich mag sowas nicht. Okay, goldene Mitte zum Schluss. Hätte vorher schon auf Kürzel stellen sollen. Man sieht schon, dass es durch die Mitte geht. By the way. Fällt mir gerade so auf. Oder? Oder ist das nur gewollt, dieses Schwarze da? Nee. Nee, es geht tatsächlich hier weiter. Nice. Oh mein Gott. Sagen wir jetzt... Bitte nicht das... egal. Egal. Ich frag mich nach, ich gehe einfach. Wieder runter. Hier durch. Wo auch immer uns das hinführt. Auf jeden Fall nicht zu etwas, was uns irgendwie weiterbringt. Mein Gott. Radiostrahl. Geh davon aus, die Mitte stirbt. Wow. Der Baum überlebt selbst einen Radiostrahl und einen Angriff von Isaac. Ich muss leveln. Felix, Entschuldigung. Entschuldigung, Felix, natürlich. Das haben wir jetzt nur gemacht, um hier zu sehen, dass da eine Truhe ist. Zum Glück hat das funktioniert. By the way, hatte ich kein Save-State für den ersten Part. Sollte man für den zweiten jetzt schon einen machen? Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Warum mache ich denn die Wirbel? Ganz einfach, weil ich es kann. So, Truhe. Wir können nicht zur Truhe. Wir können nicht zur Truhe. Moment, hat der eine irgendwie nicht angegriffen? Oder warum habe ich nur drei Angriffe mitbekommen? Ich will zur Truhe. Aber egal. Hier können wir noch nicht weiter. Ich weiß, was wir hier brauchen. Oh mein Gott. Nein. Okay. Hallo Baum. Umbra Abortus. Ne, ich habe nämlich geguckt, was wir nämlich überhaupt von dieser komischen Schlange wollen. Die macht irgendwas mit Sand. Soweit ich weiß. Ginox. Und ja, das Sand quasi, ich denke mal, da wir da Sand gesehen haben, wird das schon irgendwas sein. Aber wir gucken trotzdem erstmal hier weiter. Was gibt's hier? Wir brauchen Sand von der Schlange. Bedeutet, es geht zum Gaia-Felsen. Aber zuerst noch hier lang. Wobei, halt, halt, wie lange geht der Part schon? Oh, okay. Eigentlich perfekte Zeit, um es zu beenden. Leute, wir gucken uns noch die restlichen Korridore hiervon an und gehen dann zum Gaia-Felsen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Viel Spaß und tschüss.